Ich hänge mein ganzes Leben lang an ihm, aber nicht im übertragenen Sinn der Zuneigung, sondern wie mit einem Seil an ihn gekettet. Hier bin ich mit meinen Eltern. Da habe ich schon diesen weitsichtigen politischen Blick. Das ist Vater und ich. Da lächle ich ihn sogar noch an. Ich wurde 1933 Präsident der von mir gegründeten Akademie für Deutsches Recht und 1939 Generalgouverneur in Krakau. Ich bin total gegen die Todesstrafe, aber meinem Vater gönne ich sie. Ich weiß, das ist eine Wirrnis in meinem Hirn, aber die gönne ich ihm wirklich. Ein solcher Dreckskerl. Da ist wohl doch meine verwundete Seele drin, ohne Zweifel. Wir haben nicht wirklich die Verbrechen unseres Volkes anerkannt. Ich glaube, es gibt ganz wenige Deutsche, die sich wirklich mal hineinsetzen. Aber dazu bedürfte es für die 80 Millionen Deutschen 80 Millionen Psychotherapeuten. Und je schlimmer die Zeit wird, mit den Versuchen von allen Seiten, unsere Demokratie zu beschädigen, desto mehr habe ich den Eindruck, er lächelt mich an.